Das sind die Festtagspläne von Nazan Eckes. Die Festtage stehen an, die Zeit der Familienfeiern. Für Nazan Eckes eine emotionale Zeit. Die Moderatorin hat einen an Demenz erkrankten Vater. Wie die Familie die Weihnachtszeit verbringt, verriet Nazan jetzt in einem Interview. Belastende Situation für die Extra-Moderatorin. Als mein Vater gesund war, träumte er stets davon, seinen Lebensabend in der Türkei zu verbringen. Wenn es irgendwann soweit ist, wird er es dann gar nicht mehr mitbekommen, erzählt das TV-Gesicht im Interview mit Bild. Sie selbst verbringt die Feiertage mit Mann Julian Kohl, 42, und ihren Söhnen Lunis, 7, und Ilyas, 5, in Wien, bei Nazans Schwiegereltern, ihr Vater Necmettin Ungör, 77, und ihrer Mutter Gülsa Ungör, 69, befinden sich unterdessen in der Türkei. Ihr Papa reagiere stark auf türkische Musik, er kenne seine Tochter sowie deren Kinder leider aber lang schon nicht mehr. Nazan Eckes nahm eine Auszeit vom Job, ihre Gefühlslage schilderte sie auch in einem Posting im September. Damals, beim Herbstbesuch, schrieb sie, die Zeit mit ihren Eltern sei Gold wert, denn, das ist wahrscheinlich der letzte Sommer, an dem mein Vater mich noch halbwegs erkennt. Meinen Namen weiß er schon lange nicht mehr, aber er spürt die Verbundenheit. Ich wollte ihn und meine unzerstörbar starke Mama unbedingt nochmal sehen. Anfang 2021 nahm Nazan eine berufliche Auszeit, um sich um ihren Papa kümmern zu können. Seit April steht sie wieder vor der Kamera des RTL-Magazins Extra. Trotz der wählerständigen Lage will der Fernsehstar seinen Kindern ein schönes Fest bescheren. Wie sie im Bild-Interview verraten hat, wurden längst alle Geschenke für den Nachwuchs eingekauft.